Freunde, ich muss sagen, Respekt. Das habe ich wirklich sehr selten erlebt. Dass ich am Ende von dem Video eine Frage gestellt habe, in dem Fall, interessiert ihr euch für 532? Und dann kam eine Antwortwelle des Grauens. Ja, Schiwi, bitte, und über private Nachricht kannst du mir schon mal schicken und so weiter. Krank! Also, Feedback habe ich ja erwartet, sonst würde ich auch nicht fragen, aber das Feedback und die hohe Nachfrage, das war schon krass. Und dadurch habe ich natürlich auch direkt gesehen, ey Schiwi, dieses Video muss so schnell wie möglich online. Setz dich hier hin, die Leute brauchen Hilfe, die sind verzweifelt. Ich lache, aber ihr lacht höchstwahrscheinlich nicht in der Weekend League bei Rivals und so weiter. Dementsprechend machen wir heute ausführlich. Ein paar Clips haben wir auch am Start. Wir brauchen ja Beispiele. Und zuvor wäre es natürlich wieder eine super Sache, wenn ihr dem Video als Supporter für Brudalgo einen Daumen nach oben gebt, den Kanal kostenlos abonniert, um Videos wie diese zukünftig nicht zu verpassen. Und für die Community wie immer, der ultraheftige Skill. Eine stabile 7 von 10. Eure Bewertung ab in die Kommentare. Der ultraheftige Skill braucht eure Bewertung, um in den zukünftigen Videos wieder mit dabei zu sein. Also reinschreiben. Und ganz kurz, nur ein Pack aus dem Meilenstein. Packlack ganz kurz herausfordern. 100k Pack, let's go. Ein Traum natürlich zum Einstand. Ab zur 5-3-2 Taktik. Punkt Nummer 1. Warum ist die 5-3-2 Formation verboten? Ich denke, die meisten werden schon mitbekommen haben, aber bei Turnieren sind grundsätzlich alle 5er-Ketten und alle 3er-Ketten-Formationen verboten. Wie viele Leute, die sich ein Schiwi-Taktik-Video anschauen, sind Profis? Genau. Dementsprechend mache ich mir da jetzt keinen großen Kopf und denke mir, oh, auf Turnieren könnt ihr das aber nicht spielen. Wer von uns spielt großartig Turniere? Egal, ob er jetzt Rang 5, 4, 3, 2 reist. Turnier ist ein anderes Level. E-Sportler wissen genau, welche Taktik muss ich spielen, welche Taktik kann ich persönlich am besten, welche liegt mir am besten und so weiter. Die brauchen solche Videos nicht, die schauen solche Videos nicht, ist ja klar. Deswegen ist mir das auch sowas von scheißegal, ob diese Taktik bei Turnieren erlaubt ist oder nicht. Ich will, wenn ich damit spiele, Spaß haben, mehr nicht. Und wenn ihr den Grund kennt, warum 5er- und 3er-Ketten bei Turnieren verboten sind, schreibt es gerne in die Kommentare. Verstehen tue ich es nicht, aber mich würde es trotzdem interessieren. Weil so diese Argumentation, jo, zu offensiv oder zu defensiv, Bunkern, bla bla bla, würde ich nicht verstehen, weil Vierer-Formationen, also Viererketten wie 4-2-3-1 sind genauso dreckig. Zwei Sechser, hinten bleiben bei Angriffen, kann man auch bunkern. Also die Argumentation wird mich schon interessieren. Das bringt uns zu unserem zweiten Punkt. Schiwi ist die 5-3-2-Taktik nicht zu defensiv. Nur hinten reinstellen, bunkern, ist das was für mich? Ganz ehrlich, Freunde, so wie ich 5-3-2 spiele, ist es nicht zu defensiv. Das ist Offensive pur. Und jeder, der das verneint oder sagt, nein, ist nicht so, der hat es noch nie getestet. Da tut es mir leid. Scheiße labern kann jeder, aber man sollte es wenigstens testen und dann sieht man, ist nicht so. Ich habe für dieses Video natürlich ein paar Spiele aufgenommen und ihr werdet nun anhand der Statistiken sehen, wir sind eigentlich immer aktiver. Egal ob Sieg, ob Niederlage im Elfmeterschießen, also theoretisch unentschieden, immer mehr Ballbesitz, immer mehr Pässe. Es ist also nicht einfach dieses, hey, hinten reinstellen, schnell kontern, irgendwie ein Tor schießen. Nein, man hat wirklich mehr vom Spiel, ist mehr am Ball und das äußert sich im Endeffekt auch dadurch, dass man halt mit Druck spielt. So viel kann ich schon mal verraten. Also wie gesagt, auch wenn man mal verliert, aber man ist immer die aktivere Mannschaft, wenn man es richtig spielt. Punkt Nummer 3, die Taktik, Freunde. Da brauchen wir gar nicht rumlabern und jetzt hier, da hinstellen, rumstellen, damit ihr euch nicht sicher seid, was ich jetzt wirklich spiele. Genau so spiele ich es. Aber es ist natürlich sinnvoll zuzuhören, wie ich es spiele, weil man sollte schon den Grundgedanken von dieser Formation verstehen. Dafür haben wir natürlich auch wieder Beispiele. Breite 75. Ganz einfach aus dem Grund, eine breite Breite bei FC 24 ist immer wichtig und gut. Wegen den Anspielstationen, ihr werdet gleich sehen, was ich meine. Tiefe ist für mich unheimlich wichtig,
so hoch wie möglich zu stehen. Ich bin jetzt auch kein Freund davon zu sagen, Breite, Tiefe 100, das nicht, aber schon hoch. In dem Fall eben 75, 75 und dadurch übt ihr auch automatisch dauerhaft Druck auf euren Gegner aus, weil der kommt kaum über die Mittellinie, Freunde. Dementsprechend hat der nie seine Ruhe und es wird immer unangenehm für ihn. Aufbauspiel ausgeglichen, Chancenerarbeitung ausgeglichen, Breite in der Defensive 25. Wir wollen in der Defensive eng stehen, nicht viele Räume lassen, nicht großartig Möglichkeiten geben zu Steckpässen, Durchschickpässen und so weiter. Passt so, finde ich auf jeden Fall sinnvoll. Spieler im Strafraum, nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Hier drei Striche lassen wir aus, das passt. Und Ecken und Freistöße, jeweils zwei Striche, kann man aber auch eins, wenn man eher der ganz Vorsichtige ist. Ich bevorzuge bei FC24 aber zwei. Und ich habe es gerade angesprochen, es ist unheimlich wichtig bei dieser Formation eine Breite, weil dadurch habt ihr immer freie Anspielstationen. Und das ist wichtig. Also eure Außenbahnspieler, LAV, RAV, das sind Best Buddies. Die sollten auch im Normalfall passen und flanken können, damit sie eben einen Seitenwechsel hinbekommen. Hier, Grimaldo, Kone, ne, dreh mal ab. Hier sind wir noch im Mittelfeld, aber außen steht er wieder komplett frei. Der Bellerin, brems mal ab. Cordoba, Doppelpass. Wieder Doppelpass. Kane, leider nicht. Aber ihr habt gesehen, so spielen wir Chancen heraus. Seitenwechsel und dann geht's ganz schnell. Hier wieder, Koma, Bellerin. Unten steht er komplett frei, der Grimaldo. Wir passen in die Mitte zu Kane. Versuchen den Powerschuss plus. Leider nicht geklappt. Direkt die nächste Szene. Bellerin wieder nach außen. Ihr seht, Seitenwechsel, Spiel schnell machen. Unheimlich effektiv. Vor allem, wenn es Richtung Konter geht. Und sie stehen immer frei. Und das brauchen wir ja. Und das müsst ihr natürlich auch nutzen. Es bringt euch keine 75er Breite etwas, wenn ihr nur Kurzpassspiel macht. Immer nur 2 Meter Pässe. Ihr müsst wirklich oft die Seite tauschen. Viereck durchdrücken, pam, Ball auf die Reise schicken. Und dann kann man weiterschauen, was ergibt sich. Der schnelle Pass nach vorne oder muss ich nochmal abdrehen, hinten rumspielen oder nochmal die Seite wechseln. Je nach Spielsituation. Wichtig, Ball behalten. Aber das ist egal, bei welcher Formation und welcher Taktik. Ball behalten ist immer wichtig, weil Ballverlust, aua, aua. Und das ist auch wieder ein guter Stichpunkt, denn wie schießt man eigentlich die Tore bei dieser Formation, Schibi? Ja, es ist einfach OP, über außen zu rennen und dann Grundlinie und einmal zurückpassen, Schuss, Tor. Macht jeder, mach ich auch. Aber das Hauptding bei dieser Formation 5-3-2 ist, wie gesagt, der schnelle Weg nach vorne. Denn ihr übt ja unheimlichen Druck auf euren Gegner aus. Er ist in der Vorwärtsbewegung. Und kaum verliert er den Ball, müsst ihr direkt nach vorne spielen. Direkte Pässe, pam, 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 dass er nicht großartig verteidigen kann. Sehen wir hier, Gegner verliert den Ball. Was machen wir? Direkt Rodrigo. Wir schicken Grimaldo, glaube ich, per Anweisung zum Laufen. Weiter. Wir rennen nicht bis zur Grundlinie. Kane, Kubo, Schuss, Tor. Nach Ballverlust Gegner. Hier wieder. Immer dasselbe. Und das meine ich mit Ballverlust, aua, aua, ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Kubo, wieder zu Kane, Powerschuss plus, Tor. Wieder, Gegner im Ballbesitz. Cordoba fängt ab. Hier warten wir ein bisschen. Ballverlust wäre ja dumm. Spielen wir einmal hinten rum. Machen natürlich wieder unseren Seitenwechsel, denn da hinten steht Grimaldo, nach innen zu Rodrigo. Durch die Mitte, was bei FC24 ja nicht unheimlich vielversprechend ist, in dem Fall aber schon, und wieder Tor. Ihr seht es, es ist fast immer dasselbe. Gegner hat den Ball, Druck zu krass, er macht einen Fehlpass oder verliert einen Ball, Konter, ganz, 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 ganz schnell, Tor. So einfach ist es. Nicht ewig rumspielen und immer nur Grundlinie und hier nochmal drehen und nochmal drehen und nochmal drehen. Und um den 16er Handball spielen, kann man auch machen, aber warum
wenn es doch auch so einfach geht. Die Aufstellung sieht so aus, ich gehe ja immer von einem 4-4-2 aus, weil ich finde, da kann man am meisten variieren. Und ja, Außenverteidiger bleiben Außenverteidiger, Innenverteidiger bleiben Innenverteidiger. Der defensivere Achter, in dem Fall Palacios, rückt in die Innenverteidigung. Kone, der offensivere, bleibt im Mittelfeld. Die Flügelflitzer, Rodrigo und Coman, auch über die Mitte, sind aber meistens auch außen. Also die sind immer schön im Halbfeld, nicht zu offensiv, nicht zu defensiv. Gefällt mir richtig gut. Und dann vorne der Doppelsturm ganz normal. Kane und Kubo. Bringt uns zu den Anweisungen. Trapp habe ich nichts drin, aber da gibt es auch Leute, die gerne den hier machen. Flankenfänger. Kann man machen, muss man nicht. Ist jeder, wie es meint. Innenverteidiger. Hammer, normal. Hinten bleiben bei Angriffen. Nur bei Palacios, unser dritter Innenverteidiger, habe ich die engere Deckung drin. Und glaubt mir, Freunde, engere Deckung ist engere Deckung, weil ich halt ihn als dritten Innenverteidiger so als zentral-defensiven Mittelfeldspieler auch haben möchte. Nicht immer nur im Raum stehen, sondern wirklich am Mann, dass die Leute nicht hier kurz vorm 16er oder am 16er immer zu den freien Stürmern spielen können. Möchte ich nicht. Tödlich bei FC 24, allgemein tödlich im Fußball. Und ganz wichtig, ich habe euch ja versprochen, es gibt eine Einstellung, die sehr wenig nutzen. Und ich habe sie jetzt hier nicht drin, aber ich würde euch empfehlen, sie einmal zu nutzen. Zumindest für ein paar Spiele. Und das ist hier beim zentraldefensiven Mittelfeldspieler als Innenverteidiger, Palacios in dem Fall, dass wir nicht hinten bleiben bei Angriff machen, sondern mit Angreifen. Mit Angreifen ist richtig. Dass, wenn ihr im Angriff seid, er einen Vorstoß mit nach vorne wagt. Wenn der Gegner wieder den Ball hat, zieht er sich wieder zurück, ist wieder Innenverteidiger. Aber wenn ihr den Ball habt, habt ihr eine zusätzliche offensive Kraft. Und das ist so ein wenig der Game Changer und auch der Grund, warum die Taktik gar nicht mal so defensiv ist. Muss man testen, weil da tun Konter natürlich auch mal richtig weh. Aber wenn man das beherrscht, Freunde, boah, dann ist man ein offensives Monster, kann ich euch verraten. Das müsste man vielleicht in einem separaten Video nochmal machen. Nur ein Video mit Angreifen, mit. Ultra spannendes Thema, aber wie gesagt, man sollte es testen. Ich habe es jetzt einfach mal rausgenommen, weil viele, die ich kenne, die das auch getestet haben, nicht so gut damit klarkommen. Bedeutet aber nicht automatisch, dass ihr nicht damit klarkommt. Beim zentralen Mittelfeldspieler Hammer, enge Deckung hinten bleiben bei Angriffen und Mitte abdecken. Die anderen haben die Flügel abgedeckt, aber eben auch hinten bleiben bei Angriffen, damit man trotzdem kompakt stehen in der Defensive. Und auch wenn sie eigentlich Offensivkräfte sind, können sie mit nach hinten arbeiten. Bei Kane habe ich zentral orientieren, weil es da überhaupt keinen Sinn ergibt, dass der da irgendwo am Flügel umeinander wurstelt. Ist halt nicht der Typ dafür. Und vorne bleiben. Bei Kubo hingegen Defensive verstärken und Abwehr überlaufen. Ich habe das also abgestimmt und passend dazu ausgewählt und ich bin damit super gut klargekommen. Zu guter Letzt, Freunde, will ich noch eine Sache ansprechen. Die ist mir unheimlich wichtig. Auch diese Formation rettet euch nicht davor, von EA den Sack voll zu bekommen. Durch Scripting, durch Momentum. Auch mit dieser Formation werdet ihr Spiele haben, von denen ihr sagt, wie konnte ich das verlieren? Da brauchen wir gar nicht schönreden und ich finde, auch das gehört sich angesprochen. Ich will jetzt nicht sagen, hey, spielt diese Formation, ihr werdet nur noch Glück haben, ihr werdet nur noch gewinnen. Das ist Schwachsinn. Ich habe auch Spiele gehabt. Hier zum Beispiel, ich war der klar Bessere. Werden wir gleich sehen. Einfach Abstoß nach vorne. Wir gewinnen. Kopfballduell nicht. Kone geht nicht richtig in Zweikampf. Palacio steht auch nur rum. Grimaldo rennt einfach komplett dämlich am Ball vorbei. Das war definitiv eine Bugszene. Und dann geht auch hier der Innenverteidiger nicht in den Zweikampf. In dem Fall Rüdiger. 1:0 für den Gegner. Das war dann zur Halbzeit. Die Statistik. Mehr Ballbesitz. Mehr Pässe. Die viel bessere Mannschaft. Wir lagen aber 1:0 zurück. Und nicht nur das. Wir haben das Spiel sogar noch verloren. Und das zweite Gegentor kassiert hier. Grimaldo müsste eigentlich hier den Ball haben. In dem Spiel war er aber maximal schlecht und lässt sich von Llorente überlaufen, obwohl er eigentlich schon den Ball hatte. Ne?
Das meine ich. Diese Szenen wird es auch mit 5-3-2 geben. Das kann ich euch hochheilig versprechen, auch wenn es natürlich nicht schön ist. Aber ich finde, so ehrlich muss man sein. Diese Taktik ist schön, macht Spaß zu spielen, aber es ist kein Wundermittel. Das definitiv nicht. Tja, Freunde, und das war sie mal wieder. Schibis 5-3-2 Formation, dieses Mal bei FC24. Wir werden hier und da, je nach Patch, natürlich auch mal feinjustieren müssen, mal wieder was umstellen müssen und so weiter. Mal schauen. Ich halte euch auf den Laufenden, wenn ich da was ändere. Und jetzt könnt ihr euch in der Endcard noch andere sinnvolle Gameplay-Videos anschauen, wodurch ihr mehr Tore schießen werdet, zum Beispiel durch den eigenen Einwurf. Kein Joke. Schaut es euch an und wir sehen uns wieder. Haut rein!